edel, gediegen und vor allem sauber kommt er daher. Der E350 Diesel als T-Modell mit dem entscheidenden Unterschied: dem Bluetech-Schriftzug am Kofferraumdeckel. Er stößt viel weniger gefährliches Stickoxid pro Kilometer in die Luft und erfüllt damit schon heute die EU6 Abgasnorm, die ab 2015 für alle neuen Dieselfahrzeuge gilt. Bluetech steht bei Mercedes für einen 25 Liter extra AdBlue-Tank unter dem Boden des Laderaums. Die Harnstofflösung wird mit Überdruck in den Auspuff gespritzt und trennt die gesundheitsschädlichen Stickoxide in normalen Stickstoff und Wasser auf. Das Mittel im Zusatztank reicht für etwa 25.000 Kilometer, sodass recht selten nachgefüllt werden muss. Der Aufpreis fürs saubere Dieselabgas? Bei Mercedes im direkten Vergleich mit dem E350 ohne zweite Abgasreinigung etwa 2.000 Euro. Teuer wird Bluetech durch zusätzliche Katalysatoren, Eingriffe im Motormanagement und zusätzliche Mess- und Steuergeräte. Der Umwelt zuliebe hat das Bluetech-Modell nur 211 PS gegenüber 265 PS beim Standard 350er. Das maximale Drehmoment ist bei beiden gleich, nämlich 540 Newtonmeter. So fällt beim Fahren selbst der Leistungsunterschied wenig auf. Wer auf die letzte Sekunde Leistung beim Sport scharf ist und mehr als 230 Spitze braucht, wird sich wohl gegen die Bluetech-Variante entscheiden. Wer sich dafür entscheidet, darf das Gefühl, Öko-Vorreiter zu sein, genießen und muss dabei nicht mal auf viel Leistung verzichten. Der extra saubere 2-Tonner schafft die 0 auf 100 in sportlichen 8 Sekunden. Seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei 232 Sachen. Bei diesen Leistungswerten hilft die sehr gut funktionierende Verkehrsschildererkennung, Strafzettel zu vermeiden. Im Innenraum ist alles, was das Autofahren angenehm, einfach und sicher macht, entweder serienmäßig vorhanden oder lässt sich auf Wunsch gegen Aufpreis einbauen. Immer noch ungeschlagen: der Laderaum und dessen Beladung. Zumal die elektrische Öffnung der Heckklappe jetzt zur Serienausstattung gehört. Gut mitgedacht, die vorderen Sitze fahren beim Umklappen der hinteren Lehnen bei entsprechender Ausstattung von alleine nach vorne. Der Laderaum fasst im Normalfall 695 Liter. Umgeklappt passen fast 2000 Liter rein. Fast 2 Kubikmeter Laderaum, damit ist er nach wie vor Klassenbester. Dank riesiger Hecköffnung, niedriger Ladekante und eine Durchladelänge von über 2 Metern ist das Beladen ein Kinderspiel. Die serienmäßige Luftfederung an der Hinterachse samt automatischer Niveauregulierung sorgt selbst bei voller Beladung für optimalen Fahrkomfort. Soweit alles gut. Bis auf den Preis. Unser Modell kostet samt Sonderausstattung mal eben um die 80.000 Euro. Bleibt noch die Frage: Bluetech, ja oder nein? Aus Schadstoff- und Umweltsicht sollte man sich und seinen Mitmenschen ruhig den Gefallen tun, vorpreschen und jetzt schon Dieselautos kaufen, die EU6-Vorschriften erfüllen. Leider sind zurzeit keine großen Steueranreize vom Gesetzgeber zu erwarten. Vielleicht lassen sich ja die Hersteller noch etwas einfallen, um den Verkauf von extra sauberen Dieseln anzukurbeln. Spätestens ab 2015 muss eh jeder neue Diesel die schärfere EU-Norm schaffen.